Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns heute mitgebracht habe als Predigtext, ist das Losungswort, das ich Ihnen schon zu Beginn des Gottesdienstes zugerufen hat und das auch das ganze Thema dieses Gottesdienstes gestaltet hat. Wir wollen noch einmal hören auf 2. Mose 19, den Vers 4. Dort heißt es: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Jesus noch einmal: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare Wort, das du uns heute an diesem Sonntag schenkst als Losung. Du schenkst uns dieses Wort und wir dürfen neu darüber nachdenken, was es heißt, dass du uns trägst, dass du das Volk Israel getragen hast, dass du deine Gemeinde trägst, aber dass du eben auch uns, an jeden Einzelnen von uns ganz persönlich trägst. Darüber wollen wir nachdenken in dieser Predigt, Herr, und wir wollen dich bitten für die Predigt, dass du sie selber segnest, dass du uns jetzt begegnest in deinem guten Heiligen Geist durch dein Wort, auf dass wir das recht verstehen können, was du uns zu sagen hast. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben mit das Tragen des Herrn. Das Tragen des Herrn. Und natürlich ist hier in diesem Wort zuerst einmal das Volk Israel angesprochen, damals vor etwa 3.500 Jahren, am Berg Sinai, und ihnen wurde gesagt, dass sie darauf schauen sollten, was der Herr an den Ägyptern getan hat, wie er sie getragen hat auf Adlerflügeln und wie er sie nun gebracht hatte zum Berg Sinai, zum Berg der Offenbarung, so wie er es verheißen hatte. Aber es ist eben nicht nur ein Wort, das dem Volk Israel zugesprochen wurde, sondern es ist eben auch ein Wort, das uns heute zugesprochen wird und in dem wir uns wiederfinden können und dürfen. Und darum soll es gehen in dieser Predigt, dass ich das versuchen möchte, Ihnen deutlich zu machen, wo wir hier wirklich angesprochen sind, wo der Herr an unseren Ägyptern gehandelt hat, wo der Herr uns auf Adlerflügeln getragen hat und wo er uns zum Berg der Offenbarung geführt hat, das Tragen des Herrn. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, das Tragen aus der Not. Zweitens, das Tragen durch das Wort. Und drittens, das Tragen zu ihm hin. Erstens, das Tragen aus der Not. Die historische, geschichtliche Situation war diese, dass das Volk Israel lange in Knechtschaft gelebt hatte in Ägypten. Sie waren versklavt worden, sie waren unterdrückt worden, sie waren versucht worden auszurotten halt nicht, das hat ja einen Genozid gegeben, nicht, die Kinder wurden ja durch den Pharao getötet halt nicht, das war etwas ganz Furchtbares, eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also die Ägypter, die stehen etwas, was für die Israeliten das Allerschlimmste war, für Verfolgung, für Unterdrückung, für Mord. Und daraus hat der Herr sie befreit. Er hat vieles an den Ägyptern getan und das haben die Israeliten gesehen. Er hat die Plagen gesandt, nicht? Furchtbares Leid wurde auf sie gelegt, weil sie eben die Israeliten unterdrückten und nicht gehen ließen, bis schließlich sogar ihre Erstgeburt sterben musste. Und dann schließlich ließ der Pharao das Volk der Israeliten gehen, auch dann besann er sich eines anderen und jagte dem Volk Israel nach. Und dann standen sie dort am Schilfmeer, nach vorne das Meer, das ihnen den Tod bot, und nach hinten die mordenden Ägypter, die voranzogen, da war nichts mehr. Man sagt Gott Mose, wie er zu handeln hat. Mose teilt auf den Befehl Gottes hin das Schilfmeer. Sie gehen trockenen Fußes hindurch. Und darüber hinaus wird das Heer der Ägypter ertränkt. All das haben die Israeliten gesehen. Und darauf nimmt hier Gott Bezug. Ihr habt gesehen,
was ich mit den Ägyptern getan habe. Die Ägypter sind für die Israeliten das Sinnbild für die Nöte gewesen, aus denen sie jetzt befreit sind. Aber die Ägypter sind nicht nur das Sinnbild für die Nöte für das Volk Israel, die Ägypter sind auch das Sinnbild, so dürfen wir diesen Text verstehen, für unsere Nöte, für unsere Probleme, für all das, was unser Leben schon in der Vergangenheit kaputt gemacht hat, was es zerstört hat und wo der Widersacher dran war. Unsere Ägypter haben ganz unterschiedliche Gesichter. Da waren die Ängste vor dem, was kommen würde, wo wir dachten, wir werden mit der Zukunft nicht fertig. Da waren unsere Ägypter, die Menschen waren, die uns drangsaliert haben oder Umstände, die unser Leben bedrängt haben. Da waren unsere Ägypter, die großen Aufgaben, denen wir vermeintlich nicht gewachsen gewesen sind, oder unsere Ägypter, die drohenden und bestehenden Lebenseinschränkungen durch Arbeitslosigkeit, Krankheiten und Glaubenskrisen. Und heute erinnert dich Gott an diese deine Ägypter, die in deinem Leben waren. Und er sagt dir, schau darauf, was ich getan habe mit deinen Ägyptern, mit deinen Krisen, mit deinen Problemen, wie ich das gelöst habe, was ich an deinen Ägyptern getan habe, wie ich sie im Bild gesprochen ersäuft habe durch meine Macht. Wenn wir jetzt aufstehen würden und davon berichten würden, von unseren Ägyptern und von dem Ersäufen, was der Herr in unserer Vergangenheit getan hat, ich glaube, dann würden wir noch Ende der Woche hier sitzen, wenn wir all das berichten würden, wie der Herr in unserem Leben gewirkt und gehandelt hat. Aber es ist ganz wichtig, dass wir in unserem Glaubensleben mit Jesus Christus immer wieder daran erinnert werden, an das, was schon gewesen ist und wie Gott schon gehandelt hat. Gott nimmt sich immer wieder Gelegenheit, sein Volk daran zu erinnern. Er hat auch immer wieder dann Dinge geschaffen, damit sich sein Volk daran erinnert. Also es hat im Volk Israel eine große Erinnerungskultur an die großen Taten Gottes gegeben. Also denken wir zum Beispiel an die Feste, an das Passafest. Nicht? Das Passafest, das die Juden bis zum heutigen Tag feiern, erinnert das Volk daran, eben an die Herausführung aus der Knechtschaft. Das sollen sie nicht vergessen, sie sollen sich erinnern. Oder denken wir an all die Steinmale, die errichtet worden sind, damals im alten Israel beispielsweise, als die Philister geschlagen wurden, halt nicht. 1. Samuel 7, da wurde ein Steinmal gebaut, eben Eser, damit alle Israeliten, die vorbeigehen, sehen sollten, sich daran erinnern sollten, so hat der Herr an uns gehandelt, nicht? So hat er uns geholfen aus unseren Nöten, so hat er uns getragen, so hat er uns von unseren Ägyptern befreit. Und das ist ganz wichtig für den Glauben, dass man das als festen Traggrund hat, dass man weiß, dass der Herr einen getragen hat in der Vergangenheit. Dass man sich darauf verlässt, damit man von den Sorgen der Zukunft ein Stück weit befreit wird. Und das erlebe ich leider immer wieder in der Seelsorge, auch bei gestandenen Christen und Christinnen, die kommen mit ihren Problemen, obwohl sie seit 40, 50 Jahren mit dem Herrn gehen, Unendliches erlebt haben, jetzt kommt das nächste Problemchen und die tun so, als sei gar nichts gewesen. Und nicht nur mit Brüdern und Schwestern der Seelsorge geht es so, mir geht es in meinem Leben auch so. Bin jetzt über 30 Jahre Christ und da habe ich Unglaubliches erlebt mit diesem Herrn und Gott. Aber wenn dann die Probleme vom Morgen kommen, meine Ägypter, dann lasse ich mich immer wieder von diesen Ägyptern, die vor mir stehen, bestimmt sein lassen und denke zu wenig über das nach, was der Herr in meinem Leben alles schon getan hat. Wenn mir das gelingt, wenn ich mich daran erinnern lasse, wie der Herr mich getragen hat in der Vergangenheit aus meinen Nöten, dann kriege ich neue Zuversicht für das, was vor mir liegt. Es gibt eine ganz tolle Geschichte im Alten Testament, die kennen wir alle, nicht? Die wird im Kindergottesdienst rauf und runter erzählt, die Geschichte von David und Goliath. Die lohnt sich aber mal nachzulesen, das ist ein ganz langes Kapitel, halt 1. Samuel 17, halt nicht? Gerade der Dialog von David, nicht? Wie er mit Saul spricht und mit den Heerführern, nicht? Sie kennen all diese Geschichte, nicht? Da ist das Heer der Israeliten, das Heer der Philister. Und die Philister, die haben einen Superkämpfer, nicht? Goliath. Der ist den alle körperlich überlegen, der ist weit über 2 Meter groß und nicht nur körperlich überlegen, der hat auch die neue Waffentechnik. Die Israeliten haben noch Bronze, der hat schon Eisenwaffen halt, nicht? Und jeden Tag aufs Neue läuft der Philister Goliath halt nicht vor den Reihen der Israeliten auf und ab, die kämpfen noch nicht. Der verspottet die immer nur. Sag,
gedacht, ihr seid ganz große Feiglinge halt und euer Gott taucht nichts. Ne? Und keiner traut sich rauszutreten. Keiner traut sich dem entgegenzutreten und sagen, mit dem wären wir nicht fertig. Bis dann eines Tages der kleine Hirtenjunge David kommt, nicht? Und ihr hört sich das an und sagt, das kann es doch nicht gewesen sein. Ihr könnt euch doch nicht von diesem Goliath hier platt machen lassen und vor allen Dingen den Herrn beleidigen. Und dann fangen die an, dem dann zu beschwichtigen halt, nicht? Jetzt hör bloß auf, wiegel uns hier nicht auf, was redest du für Blödsinn, du bist gar kein streitbarer Mensch halt, hör auf, geh wieder nach Hause zu den Schafen halt, nicht? Und dann entschließt sich David, gegen den zu kämpfen. Und da sind die alle ganz entsetzt, nicht? Das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und dann kommt diese Stelle, auf die ich jetzt hin will, nicht? Das ist der Knackpunkt dieser Geschichte, nicht? Woher dieser kleine David den Mut nimmt, dem Goliath entgegenzutreten. Der war nicht waffenfähig. Der kann nicht mal die Rüstung Sauls tragen. Der kann nicht mal das Schwert bewegen. Aber dann sagt er etwas. Und das ist genau das Entscheidende dieser Geschichte. Der sagt nämlich, der Herr hat mich vor Löwen und Bären errettet. Er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Das ist ganz großer Glauben. An das zurückzudenken, was der Herr in meinem Leben getan hat, vor Löwen und Bären hat er mich errettet. Das habe ich miterlebt. Und wenn dieser Herr so an mir gehandelt hat, wenn er so wundertätig ist, wenn er mich da getragen hat, na, dann wird er mich auch tragen, wenn ich jetzt gleich mit meiner kleinen Steinschleuder diesen Riesen da wegputze. Das ist Zutrauen zum Herrn. Gewonnen daraus in Erfahrungen, die er persönlich gemacht hat. Es ist ja schön und gut, dass ihr kommt und euch anhört, was der Pastor Latzl in seinem Leben erfahren und erlebt hat. Das ist gut. Und auch auf andere Prediger. Aber viel wichtiger ist doch und glaubhafter für euch selber, dass ihr immer wieder schauen dürft auf das, was der Herr in eurem Leben schon getan hat. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe. Und das könnt ihr alle füllen. Ihr könnt dieses Wort der Ägypter alle füllen. Und das ist ganz wichtig. Und das sollt ihr heute tun, ihr sollt darauf zurückblicken, auf das, was der Herr in eurem Leben schon getan hat, auf das ihr Mut bekommt für die Zeit, die vor euch liegt. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen, Schwierigkeiten und Ängsten ihr heute Morgen St. Martini betreten habt oder heute Morgen das Telefon aufgenommen habt oder den Computer angeschalten habt. Was euch so ja beschäftigt, was in der nächsten und übernächsten Woche schwierig und kompliziert ist. Euch mag das groß sein, für euch mag das ein Goliath sein, aber für diesen Herrn dieser Welt ist es gar nichts. Nichts. Und ihr wisst doch, wie der Herr an euch geholfen hat, wie er euch geholfen hat, wie er euch beigestanden hat und wie er euch durchgetragen hat. Erinnert euch daran, damit ihr Zuversicht bekommt für das, was vor euch liegt. Ihr dürft natürlich auch dem Herrn nochmal die Ehre für das geben, was er getan hat. Gar keine Frage. Aber vor allen Dingen nehmt die Kraft daraus, wenn ihr das wisst, so wie der Herr gehandelt hat, so wird er auch wieder handeln, wenn ihr ihm vertraut. Das ist übrigens keine neue Botschaft von dieser Kanzel. Wir werden nachher singen, also vor dem Segen 240, unser Lied, was unser Pastor Nander hier in der Kirche geschrieben hat. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Nicht nur das schreist es da in der dritten Liedzeile. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und das war so, er hat über dir Flügel gebreitet. Er hat deine Ägypter vernichtet. Und du darfst wissen, dieser Gott, der so an dir gehandelt hat, der wird auch weiter so an dir handeln und dich bewahren vor den Ägyptern, wenn du ihm vertraust. Das ist das Erste, das Tragen aus der Not. Das Zweite, das Tragen durch das Wort. Da muss man hier auch wieder genau hingucken, um das zu verstehen, warum ich diesen zweiten Punkt als Überschrift mitgewählt habe. Das Tragen durch das Wort. Hier heißt es, ich habe euch auf Adlers Fittichen getragen. Also wir befinden uns im 19. Kapitel des zweiten Buch Mose. Wenn man die ersten 19 Kapitel dieses zweiten Buch Mose liest, da wird man feststellen, da hat der Herr nie irgendwie so einen Greifvogel geschickt. Also da ist kein Adler gekommen, der irgendwie jetzt so mit seinen riesen Krallen jeden der Juden genommen hätte und hätte den mal, was ich, 20 Kilometer weiter in der Wüste transportiert. So ist es nicht gewesen, sondern das ist ein Bild, was hier gebraucht wird. Das ist klar, es ist ein Bild. Die Adlersfittichen sind ein Bild. Die Frage ist, wofür steht das? Wofür stehen die Adlersfittichen? Die stehen für das Wort.
Wenn Sie die ersten 19 Kapitel, also bis zu diesem Punkt lesen, machen Sie das mal, das lohnt sich, dann werden Sie sehen, wie immer Gott durch das Wort zuerst geholfen hat. Also als sie durch das Schilfmeer gegangen sind, da heißt es, als die Israeliten verzagt sind, da gibt er den Befehl, geht geradeaus weiter. Schwachsinn, aber es ist der Befehl Gottes, sie tun es da nicht. Und zu Mose sagt er, recke die Hand aus, nicht? Bevor irgendwas passiert, immer wieder die Befehle oder die Bewahrung, nicht, dass die Erstgeburt nicht von ihnen getötet wird, nur die Ägypter, nicht? Da sagt Gott nicht und streicht die Pfosten mit Blut an, nicht? Stellt euch unter das Blut, nicht, dass ihr geschützt seid. Es ist das Wort, durch das Gott das Volk geleitet hat, durch das es getragen hat. Übrigens ist es wichtig, wenn man den Kontext hier auch liest, im nächsten Vers heißt es dann nämlich auch im Anschluss, so heißt es dann, werdet ihr nun heute meiner Stimme gehorchen, das ist der Anschlussvers, dann werdet ihr meine Priester sein. Das macht dieser Kontext deutlich, dass hier mit Adlers Fittichen das Wort gemeint ist. Übrigens in der Bibel immer wieder, auch im Adler so ein Bild eben für das Wort. Übrigens auch in der Kirchengeschichte ist das immer wieder so verstanden worden. Der Adler steht fürs Wort. Wenn Sie in die Kirche reinkommen, die meisten von Ihnen wissen das, die es noch nicht wissen, den sage ich es jetzt nicht. An unserer Tür gibt es an den Beschlägen 4 Zeichen. Müssen wir mal genau hingucken. Das ist der Mensch, das ist der Stier, das ist der Löwe und das ist der Adler. Diese 4 Symbole, die aus der Bibel kommen, aus Hesekiel, aus dem Buch der Offenbarung, die stehen für die Evangelisten. Die stehen für die Evangelisten. Der Mensch steht für das Matthäusevangelium, weil das Matthäusevangelium mit dem Stammbaum Jesu beginnt. Der Löwe steht für das Markusevangelium, weil das Markusevangelium mit der Versuchung in der Wüste, wo der Löwe ist, eben beginnt. Der Stier steht für Lukas, für die Geburtsgeschichte. Und der Adler steht für das Johannesevangelium, weil das Johannesevangelium mit dem Johannes-Prolog beginnt, nicht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. En eche en ho logos, nicht? Der Logos ist das Wort und das, der Logos, also das Wort, ist als Adler dargestellt worden, immer wieder. In der Antike halt nicht, das steht eben auch in der Kirchengeschichte. Der Adler ist das Wort halt, nicht? Und das Wort hier, die Adlersfittichen, das muss man genau in Zusammenhang bringen und nicht anders auslegen. Glauben Sie mir, da wird es ganz schwierig. Auch wenn Sie dieses Losungswort, die Adlersfittichen, nicht mit dem Wort vergleichen, sondern mit irgendwelchen magischen Dingen oder irgendetwas anderes, dann geht die ganze Theologie den Bach runter. Da versteht man alles falsch. Das größte vermeintliche deutsche Werk der deutschen Literatur, Goethes Faust, nicht? Da passiert das genau nicht. Da geht jemand hin, übersetzt den, das wissen Sie alle noch aus dem Schulunterricht hoffentlich, nicht? Übersetzt den Johannesprolog, nicht? Und dann überlegt er, wie soll ich denn Logos übersetzen? Nicht mit Wort, nicht? Am Anfang war das Wort, das will ich nicht, sagt er. Ne? Wie soll ich es denn übersetzen? Mit Sinn? Wie soll ich es denn sagen? Mit Kraft? Nein, mit Tat. Wir übersetzen Logos mit Tat, nicht? Und schon ist alles kaputt. Und schon kommt der Teufel rein. Das ist übrigens der Moment, wo der Pudel, den er hat, nicht zum Teufel wird, nicht? Wo der Teufel Eingang findet. In dem Moment, wo ich nicht mehr das Wort im Mittelpunkt sein kann. Wenn der Logos nicht das Wort ist, irgendwas anderes, wird alles kaputt. Und auch hier an dieser Stelle. Das hier, was mit Adlers Fittichen gemeint ist, ist das Wort. Und das ist das, was Gott tut. Er trägt uns durch das Wort. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe, auf Adlers Fittichen halt, nicht? Und dann kommt eben der Anschluss halt, und werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, dann verheiße ich noch Größeres halt. In Hesekiel heißt es einmal, Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens. Und dann heißt es, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Alles trägt Gott mit seinem kräftigen Wort. Das Tragen durch das Wort, das hat das Volk Israel hier erleben dürfen halt, nicht? Das ist gemeint mit Adlers Fittichen halt, nicht? Dass sie erleben durften, was der Urgrund ihrer Existenz ist, der Traggrund, nämlich das Wort Gottes. Und das galt nicht nur für die Israeliten, das gilt für die gesamte Welt, für die gesamte Schöpfung, das gilt für die Gemeinde Jesu Christi und das gilt auch für dein persönliches Leben. Das, was dich trägt und wodurch dich Gott getragen hat, ist das Wort. Ist das Wort. Nichts anderes. Und das ist das Größte, was es gibt, das Wort Gottes, durch das er trägt. Und wenn du Kraft brauchst, wenn du Orientierung brauchst, wenn du Zuspruch brauchst, wenn du Stärkung brauchst, wenn du schwach bist, dann lass dich tragen durch das Wort Gottes. Aber das ist wichtig, dass wir das wirklich annehmen und aufnehmen. Das ist wie ein Medikament.
Nicht? Wenn wir krank sind, gehen zum Arzt, der verschreibt uns Antibiotika gegen unsere Angina oder was auch immer, gegen unsere Entzündungen. Dann gibt er uns die Tabletten, dann müssen wir die einnehmen. Und genauso ist der Pastor. Wenn die Leute kommen und sagen, ich bin schwach, ich bin angefochten, ich kann nicht mehr, da kann ich nicht irgendeinen Hokuspokus machen. Da kann ich euch nur das sagen, was hilft, was diese Welt trägt, was das Volk Israel getragen hat, was mich trägt, was euch trägt. Das ist das Wort Gottes. Lasst euch vom Wort Gottes tragen. Es ist das Wort Gottes. Das sind die Adlersfittichen, auf denen ihr getragen worden seid. Ihr seid in diese Welt gekommen, weil Gott gesprochen hat. Eure Schöpfung war ein Sprachakt, da haben wir schon drüber gesprochen. Hat diese ganze Welt gemacht durch einen Sprachakt. Und alles, was ihr seid, verdankt ihr dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes Jesus selber ist. Und wenn ihr Stärkung braucht, Kraft braucht, dann lasst euch auferbauen vom Wort Gottes. Da vorne sitzen ja ein paar Konfirmanden, die kriegen immer von mir, natürlich nicht im Konfirmandenunterricht das Wort Gottes gesagt, sondern habe ich denen auch das Losungsbuch geschenkt, ne? Vor Weihnachten. Habt ihr nochmal gesagt, lest in den Losungen. Nicht? Letzte Stunde habe ich gefragt, wer liest denn von euch im Losungsbuch? Keiner gemeldet. Da habe ich ihnen das nochmal erklärt. Ich habe gesagt, Mensch, ihr schneidet euch ab vom Wichtigsten, was ihr braucht. Da trägt euch Gott, da hilft euch Gott. Aber wisst ihr, das geht ja nicht nur den Konfirmanden so, das geht auch den gestandenen Christen so, nicht? Das ist die Hauptkrankheit, an der wir leiden, an der Vernachlässigung des Wortes Gottes, durch das der Herr uns tragen will. Und wichtig ist, dass das, was wir im Wort Gottes hören, dass wir das nicht nur annehmen, sondern dass wir uns auch darauf vertrauen, dass wir es wirklich tun. Ich habe mal geguckt, nur mal für morgen und für übermorgen, was Gott uns nur mal in Losungswort sagt. Und das mal nur mal für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen angefochten und traurig sind halt, nicht? Morgen der Lehrtext, nicht? Da sagt Gott, tolles Wort, Matthäus 6, seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernähret sie doch. Das ist der Lehrtext für morgen. Wenn du morgen den Lehrtext liest, dann zieh dir das Wort rein und vertrau drauf. Vertraut darauf, dass du einen so für dich sorgenden Vater hast. Oder Losung für Dienstag. Wohl dem Menschen, der dich für ihre Stärke halten, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Das sind zwei, allein diese beiden Worte, die sind so stark. Und ich weiß nicht, wenn heute Morgen Leute unter uns sind mit Problemen halt, nicht? Nimm die beiden Worte allein morgen und übermorgen. Als das, was Gott dir gibt. Und vertrau darauf halt, nicht? Und du wirst sehen, wie Gott dich trägt. Vertrau darauf. Das ist wichtig. Ich sage nicht, dass dann mit einem Mal schwupp alles anders ist. Aber dann wird auf einmal die Sicht auf das ganz anders. Mein großes Predigtvorbild, Wilhelm Busch, hat einmal davon erzählt, wie er in Gelsenkirchen in der Einzelhaft bei der Gestapo inhaftiert ist. Und seit mehreren Tagen mit niemandem gesprochen hat, immer nur von den Wörtern das Essen hingeknallt bekommt halt nicht. Und in einer furchtbaren Glaubenskrise ist, ganz unten, wo er selbst anfängt an Jesus Christus zu zweifeln, seine beiden Söhne sind ja gestorben halt nicht, in einer tiefen Krise, der eine verblutet in Russland, ist also ganz tief drin. Und hat dann gefleht und geschrien halt nicht und war vollkommen am Ende. Und dann kommt irgendwann einer der Wächter und sagt, Herr Busch, das ist eins ihrer Gemeindeglieder bei uns gewesen halt nicht, er hat ihren Korb abgegeben mit Obst. Obst dürfen wir ihnen nicht geben, aber die Karte, die können sie haben halt, nicht? Und hat der eben, lieber Mensch, liebes Gemeindeglied, einen Obstkorb gebracht, wollte dem vitaminmäßig was Gutes tun, aber hat er eben auch noch eine Karte geschrieben mit etwas Geistlichem und gibt dort ein Wort Gottes an Wilhelm Busch weiter. Und Wilhelm Busch berichtet davon, das sei für ihn gewesen wie eine Erweckung. Eben war noch alles dunkel. Aber dann auf einmal mit diesem einen Wort tritt der Herr persönlich in seine Gefängniszelle und zeigt ihm, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir. Und Wilhelm Busch berichtet dann davon, wie auf einmal in seiner Zelle Gottesdienst ist. Wie diese tiefe Stunde der Depression, der Angst und der Verzweiflung durch dieses Wort gewendet wird und zu einer der größten Stunden seines Glaubenslebens wird. Weil er erleben durfte, wie das Wort ihn getragen hat. Und das tut das Wort Gottes, das diese Welt geschaffen hat, das mit einem Wort so einen Gelähmten zum Leben bringt halt nicht, das tut das Wort Gottes, wenn man ihm vertraut. Und das ist wichtig. Ihr müsst dem Wort vertrauen. Das, was der Herr euch sagt, vertraut dem. Nicht gucken auf das, was vor euch ist. Nicht schauen auf diese Probleme und auf all das Irdische. Vertraut dem Wort Gottes. Das ist wichtig. Vor einiger Zeit gelesen von so einer Ausgrabung, wo man in einer Pyramide in Ägypten bei einem Grabbeilage, dass man einen Korb gefunden hat mit Weizen, mit Weizenkörnern.
über 3000 Jahre alt. Und da sind diese Archäologen hingegangen, also sie waren dieser Leiche beigegeben, so als Wegzehrung halt, nicht für irgendwelche Wege in irgendwelche blödsinnigen Unterwelten, irgendeinen Quatsch, den die geglaubt haben, aber die haben dann diese Weizenkörner genommen und haben dieses 3000 Jahre alte Korn eingepflanzt und tatsächlich, das ist aufgegangen. Das hat getrieben. Da ist eine Pflanze draus geworden. Und wisst ihr, so ist es mit dem Wort Gottes. Neben vielen liegt das Wort Gottes wie so ein Weizenkorn halt. Wir tun es nicht in die Erde, wir lassen es nicht aufgehen, nicht? Wir wissen, dass es da und wir wissen auch um die Potenzialität, die in so einem Wort drinsteckt. Bei anderen, wir haben es gehört in Predigten halt, nicht? Wir haben es vielleicht selber auch schon in unserem Leben in Vergangenheiten erlebt, aber sind nicht mehr bereit, uns darauf zu verlassen, dass wenn wir es wirklich annehmen und eingraben, nicht im Bild gesprochen halt, nicht, dass es wirklich Frucht bringt. Aber darum geht es halt nicht, dass ihr das wirklich wisst, dass das Wort Gottes euch trägt und dass ihr euch darauf verlassen könnt. Und deshalb möchte ich euch das noch einmal zusprechen. Ganz gleich, was der Herr euch in der letzten Zeit gesagt hat, was er euch heute in diesem Gottesdienst sagt oder in den nächsten Tagen. Gründet euch mit eurem Leben darauf, verlasst euch darauf, denn der Herr trägt auf Adlersfittichen, er trägt durch sein Wort. Und ein drittes und letztes über das Tragen des Herrn. Der Herr trägt zu ihm hin. Das Volk Israel ist jetzt gekommen zum Berg Sinai, zum Berg der Offenbarung. Da, wo sie im nächsten Kapitel die 10 Gebote bekommen werden, da, wo in besonderer Weise Mose dem Herrn nahe ist und damit auch das Volk dem Herrn nahe ist. Und zu diesem Berg Sinai, da hat er sie wirklich hingetragen. Ja, man muss das vielleicht noch drastischer sagen, nicht nur getragen, der hat sie gezogen, der hat alle Widerstände weggefegt halt, nicht? Der hat sie bewahrt und behütet. Was hat der sich nicht alles einfallen lassen müssen, dass sie dorthin kam? Was hat er ihnen nicht alles an Worten geben müssen? Was hat er nicht alles für Wunder schicken müssen, nicht? Und was hat er nicht für Männer schicken müssen? Wenn ich denke an die Wolken und Feuersäule, die er extra gebracht hat, damit sie ja nicht vom Weg abkommen, dass sie genau zu ihm kommen, zum Berg der Offenbarung halt, nicht? Was er für großartige Männer geschickt hat, Mose, Aaron, Josua, nicht? Und wie er die Feinde weggefegt hat, nicht nur die Ägypter, nicht? Unmittelbar vorher kämpfen sie gegen die Amalekiter, die Erzfeinde halt, nicht? Des Volkes Israels, nicht? Ein Schlacht, nicht? Ne? Wo dieses fast am Untergehen ist, das Volk Israel, wo der Herr eingreift und wo er hilft halt, nicht? Der hat die getragen. Ohne den Herrn, da wären die keinen Zentimeter aus Ägypten rausgekommen. Die wären im Schilfmeer ersoffen halt, nicht? Aber er hat dafür gesorgt, dass sie aus Ägypten jetzt zum Berg der Offenbarung, zum Sinai gekommen sind. Halleluja. Und da werden sie neu gesegnet mit dem Wort, mit den 10 Geboten. Und das ist genau auch unsere Situation. Wir sind auch in Ägypten. Wir sind in der Sünde. Wir sind ganz tief drin. Und das ist etwas, was unserem Schöpfer nicht gefällt, genauso wenig wie es ihm gefallen hat, dass die Israeliten in Ägypten waren. Und dann holt er uns raus. Das ist die Wahrheit für all diejenigen, die von uns wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist haben. Der hat uns rausgeholt. Wenn ich das immer höre, ich bin an dem und dem Tag zum lebendigen Glauben gekommen, da habe ich mich bekehrt. Ich weiß, was gemeint ist halt, das ist schön. Aber das ist so falsch wie nichts anderes. Nicht ich habe mich bekehrt, nicht ich bin zum Glauben gekommen. Der Herr hat mich hingeschleppt, nicht? Der ist mir nachgelaufen, der hat mich gesegnet mit Menschen um mich herum, halt, nicht? Bis ich dahin kommen konnte, dass ich durch seine Gnade Jesus erkennen durfte. Und der Berg, wo der Herr uns hinschleppt heute, nicht? Das ist nicht der Sinai, das ist nicht so ein Fleckchen irgendwo auf der Halbinsel Sina oder in Syrien, wo immer der auch vermutet wird. Das ist Golgatha. Da zieht uns der Herr hin. Und das tut er immer wieder, auch heute noch. Durch Wunder, durch Männer und Frauen, die uns zur Seite stehen. Wir haben eben diese Geschichte gehört, halt, nicht? Von eben diesem Gelähmten, der von Vieren getragen wird, auch über ganz viele Widerstände, nicht? Die müssen übers Dach gehen, nicht? Bis sie schließlich zu Füßen Jesu Christi sind und er die Sündenvergebung bekommt. Aber das tut der Herr. Er tut es durch andere Menschen, er tut es durch Wunder und vor allen Dingen durch sein heiliges und lebendiges Wort. Das tut der Herr. Er trägt uns zu ihm hin. Er trägt uns zum Berg seiner Offenbarung. Er trägt uns nach Golgatha. Das hat er für uns getan, die wir wiedergeboren sind. Aber das tut er immer wieder auch an uns. Denn da müssen wir immer wieder hin. Nicht nur einmal. Wir müssen immer wieder unters Kreuz. Und da will der Herr uns immer wieder hinziehen. Aber in uns ist so viel natürlicher Mensch, nicht so viel alter Adam, der will immer wieder weg, nicht? Der will immer wieder wegtreiben. Immer wieder auf die anderen Wege gehen, nicht?
In Jesaja 53, dem Vers, was wir eben auch eben hörten, hieß es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. So ist der natürliche Mensch. Und deshalb ist es notwendig, dass der gute Hirte Jesus Christus uns immer wieder nachgeht und dass er uns immer wieder auf die Arme nimmt und dass er uns immer wieder in das Kreuz trägt. Auch das haben wir eben gehört, Jesaja 40. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das tut der Herr Jesus. Er zieht uns immer wieder zu sich. Er trägt uns immer wieder zu sich selber hin. Aber das macht er nicht gegen unseren Willen. Das müssen wir zulassen. Gott möchte das, dass wir bei ihm sind. So wie er wollte, dass sein Volk am Berg Sinai ist, so will er, dass all seine Geschöpfe unter seinem Kreuz sind. Dass sie sich immer wieder reinigen lassen von seinem Blut. Und deshalb zieht er uns immer und trägt uns immer wieder. Aber er lässt uns auch die Freiheit, Nein zu sagen. Sie wissen, dass ich seit einigen Monaten wieder so ein kleines Hundchen habe. Einige haben den schon mal gesehen, der ist nur 3 Kilogramm schwer. Ich wiege 110 Kilogramm und manchmal muss ich den packen und muss den tragen. Normalerweise lässt er sich das auch gerne gefallen. Aber wenn dieses kleine Hundchen nicht will, die Hundebesitzer wissen das, wie das ist, und er so zappelt und alles halt nicht, da kann ich den kaum halten, nicht? Und dann lasse ich den auch manchmal runter, weil ich sage, dann lass auch deinem Willen halt, nicht? Und genauso sind wir Menschen, nicht? Der Herr will uns tragen. Ich will meinem Hund auch nur Gutes, aber noch viel, viel mehr Gutes will der Herr zu mir. Und er will mich immer wieder tragen, aber nicht gegen meinen Willen und nicht gegen deinen Willen. Wir haben einen Gott und Herrn, der uns immer wieder durch seinen guten, heiligen Geist und das Kreuz tragen will, zum Berg seiner Offenbarung, aber nicht gegen unseren Willen. Und auch heute möchte er dich neu einladen, nicht zu seinem Berg zu kommen, zum Berg Golgatha. Und ich darf dich aufrufen, lass dich von Gottes gutem Geist zu Jesus selber tragen. Das möchte Gott. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben, nicht gegen deinen Willen. Aber er lädt dich ein, dass du zu ihm kommst. Er hat dich so lieb, er will nur das Beste für dich und er möchte dich zu ihm tragen. Und er möchte dir neu heute zurufen, dass er dich neu zu ihm bringen möchte, so wie er das Volk der Israeliten aus Ägypten zu ihm gebracht hat, an den Berg Sinai. So ist unser Gott, ein Gott, der trägt. Der trägt aus der Not, der trägt durch das Wort und der trägt zu ihm selber hin. Möge unser Herr Gott dieses Wort an eurem Leben segnen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.